Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. In dieser Woche begrüße ich Sie aus der Gärtnerei Walzer in Neuberg. Seit bald 40 Jahren besteht die Gärtnerei Walzer als Familienbetrieb in Neuberg, Friedhofweg 2. Seit 1993 gibt es auch in Hönigsberg eine Filiale, die sich nun im ehemaligen Postgebäude in der Graserstraße 95 befindet. Mit Gartengestaltung und Floristik hat sich die Firma auch weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen guten Namen gemacht. Ein Schwerpunkt im Unternehmen ist der Zierpflanzenbau. Große Glashaus- und Folienflächen ermöglichen eine vielfältige Auswahl an Balkon-, Zimmer-, Beet- und Gemüsepflanzen oder Kräuter. Mit verschiedenen Schnittblumen werden die Bereiche Hochzeits- und Trauerfloristik angeboten. Die Kundinnen und Kunden der Gärtnerei Walzer finden für jeden Anlass das passende Gesteck. Im Mittelpunkt unserer Sendung steht diesmal das Vivax. Zwei Sportveranstaltungen und ein Konzert gingen dort über die Bühne. Wir beginnen mit dem 25. Trans-Semmering-Schwimmen im Hallenbad. Es war gleichzeitig eine Jubiläumsveranstaltung des Mürzer Schwimmclubs zum 30-jährigen Bestehen. Das Vivax-Erlebnisbad im Mürzer Sportzentrum war Austragungsort des 25. Trans-Semmering-Jubiläums-Schwimmmeetings. Ja, ich gratuliere ganz, ganz herzlich im Namen der Stadt und auch persönlich zu 30 Jahren Schwimmclub, zu 25. Jubiläum des Trans-Semmering-Turniers. Tolle Stimmung, viele Leute und wie Sie sagen, das Bad bewährt sich bestens, so schon wieder ein paar Jahre her. Aber der Anspruch war ja damals, Erholung, Wellness genauso zu berücksichtigen wie den Sport an sich. Wir haben viel diskutiert, wir haben viele Varianten geprüft. Und man sieht, dass auch diese Veranstaltung mit 300 Schwimmern abzuwickeln ist. Das ist also die Anforderungen, ein modernes Sportbad, eine moderne Wettkampfstätte erfüllt. Und das freut mich natürlich auch ganz besonders. 21 Vereine, 4 Bundesländer, 300 Aktive mit ca. 1000 Starts auf der 25-Meter-Bahn. Eine beeindruckende Bilanz anlässlich des 30-jährigen Vereinsjubiläums des SC Raiffeisen Mürz-Zuschlag. Untermalt von Live-Musik der Incredible Coolbacks. Also ich denke nicht, dass sich der Herr Sepp Reiter, der im Jahr 1981 diesen Schwimmverein gegründet hat, das gedacht hat, dass 30 Jahre später so eine Anzahl von Menschen, von Kindern, von schwimmbegeisterter Jugend an so einem Wettkampf teilnimmt. Und er wäre sehr, sehr stolz und glücklich, glaube ich, auf seine Initiative. Gewertet wurde in den Klassen Kinder, Schüler, Jugend, allgemeine Klasse und Masters, getrennt in weiblich und männlich. Die jüngsten Teilnehmer waren erst 8 Jahre alt. Der älteste bei den Masters zählte stolze 68 Lenze. Warum bist du beim Schwimmclub mit Zuschlag? Ja, meine Eltern waren berühmte Schwimmer, wie sie klar waren. Also ja, sie waren österreichweit, also gute Schwimmer. Und ja, man trifft einfach seine Freunde und es macht Spaß. Wie gefällt es denn dir? Was ist denn so wichtig beim Training? Motivation und nie das Negative sehen vor dem Auftritt. Und sie wirklich einhauen und nicht sagen, ich kann das nicht oder das wird jetzt da nichts. Und wie bist du zum Schwimmsport gekommen? Ich bin zugekommen durch meine Schwester, weil ich Skispringen war und meine Schwester hat dann zu schwimmen angefangen und dann hat es mir so taugt und dann bin ich schwimmen gegangen. Ja, es ist witzig, man sieht Freunde und ja, ich bleib fit. Und wie anstrengend ist das Training? Sehr eigentlich, ja. Welche Ziele hast du? Ich möchte schon bei den Österreichischen mitschwimmen. Aushängeschild und derzeitige Obfrau des Mürzer Schwimmvereines ist die ehemalige Staatsmeisterin und Europameisterschaftsteilnehmerin Birgit Jus. Seit 30 Jahren engagieren sich Trainer und Funktionäre, um die Mädchen und Burschen für den Schwimmsport zu begeistern. Also es ist sehr interessant zu sehen nach den Trainings, also ich trainiere Montag, Mittwoch, dass die Folge eben die Erfolge beim Trans-Semmering-Schwimmen, wenn man das sieht, da geht man dann wieder gern zum Training und dann geht auch was weiter. Und die Trainingseinheiten werden auch immer länger und wir schwimmen immer längere Strecken. Es ist einfach schön zu sehen, wie die in Form kommen und wie stark sie sind. Gegründet wurde der Verein übrigens 1981 von Sepp Reiter.
Ihm zu Ehren startete außer Konkurrenz auch eine einheimische Gedenkstaffel mit Ernst Kappel, Michael Dost, Gilbert Dampf und Florian Stocker. Aus Wien angereist war ein weiterer Mann der ersten Stunde. Ich war bei der allerersten Riege dabei, die hier begonnen hat, vor 30 Jahren zu schwimmen. Da war der Herr Reiter, der sich um den Club gekümmert hat, um den Aufbau gekümmert hat. Bei den Trainern war der Herr Lang Trainer und natürlich der Peter Jus. Das waren meine Trainer, die sich um uns gekümmert haben. Mein Bruder hat dann noch länger im Zuschlag ausgeharrt, hat länger geschwommen hier. Und der war der erste Mürzer unter einer Minute bei 100 Graul, Manfred Berger. Also die Verbindung ist eine sehr emotionelle und eine sehr lange. In den 50-Meter-Bewerben Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul ging es um Pokale, Medaillen und Riesenbrezen. Außerdem kamen noch zwei 4x50-Meter-Kraulstaffeln sowie der Jubiläumssprint über 100 Meter Lagen zur Austragung. Jubiläumssprint-Sieger wurde schließlich Lokalmatador Stefan Adelmann. Der Mürzer Schwimmclub holte sich übrigens ein Viertel der insgesamt vergebenen Medaillen. Eine beachtliche Leistung und eine gute Perspektive für die Zukunft anlässlich des 30-jährigen Vereinsjubiläums des SC Raiffeisen Mürzzuschlag. Seit 1998 sind die Ursprungburm ein Begriff in der volkstümlichen Szene. Auf ihrer Mückenfliegentournee machten sie auch in Mürzzuschlag Station. Besuchen Sie mit uns gemeinsam das Konzert der drei sympathischen Tiroler. Urig, zünftig, echt. Das sind nicht nur ihre Anhänger, sondern auch die Ursprungburm selbst. Die drei Chartstürmer aus Tirol sorgten für echte Zillertaler Stimmung im Mürzzuschlag. Mückenfliegen ist selbst in der Volksmusikbranche ein außergewöhnlicher Tourneename. Ja, also es ist eigentlich aus einer Idee heraus entstanden. Also die Titelmelodie der aktuellen CD betitelt sie natürlich auch so, also Mückenfliegen. Und wie du ja schon erwähnt hast, relativ ungewöhnlich. Und wir haben eben versucht, einmal ein Thema zu erwischen, das nicht so unbedingt alltäglich ist. Und trotzdem aber muss man versuchen, dass man natürlich den Stil bewahrt, dass man sozusagen das Altbewährte mit einschließt. Es gibt hunderte Lieder über Liebe und so weiter, aber über die Mücken gibt es eben relativ wenig. Und so ist es eigentlich entstanden. Wir waren eigentlich auf der Suche nach einem bisschen anderen Titel und ich hoffe, dass uns das mit Mückenfliegen gelungen ist. Die Ursprungburm bringen launige, unkomplizierte Titel, die das Herz all derer höher schlagen lässt, die auf authentische, volkstümliche Musik stehen. Ja, das sind einfach, mir gefällt einfach der Geigenspieler, vor allen Dingen der Geigenspieler. Der Geigenspieler gefällt mir sehr gut. Bei Langer waren wir Volksfest, habe ich es auch schon gehört. Und da haben sie mir auch so gut gefallen, haben wir gedacht, das schauen wir uns heute auch wieder an. Ihr schaut so aus, als wärt ihr wirklich eingefleischte Fans. Was gefällt euch bei den Ursprungbuben so gut? Die Mose ist Flair, so wie es da steigen auf der Bühne, alles andere. Es ist einfach ein Wahnsinn. Weil sie, sagen wir, von der Besetzung her, von den Stimmen her und auch von den Liedertexten und Melodien einmalig sind. Naja, die Ursprungburm gefallen uns eigentlich, weil sie so nah zum Publikum sind und recht urige Buben. Wir kennen sie schon sehr lange und mit ihnen schon viel gute, lustige Zeit verbracht haben. Ja, weil ich selber steirisch spiele und ja, mir taucht es einfach cool. Das Bühnenbild einfach, keine spektakulären Nebeneffekte. Die drei setzen ausschließlich auf die Wirkung ihrer Musik. Ja, ich glaube, der Hauptschwerpunkt soll ja bei einer Musikgruppe die Musik sein und nicht die Lichtshow oder sonstiges drumherum. Wir versuchen eben das Ganze, was Ursprungbuben betrifft, natürlich vorwiegend auf die Musik zu konzentrieren. Und daher natürlich auch der Verzicht auf eben Lichtshows, Show-Einlagen und so weiter. Sondern es soll ja eigentlich die Musik sein, die man an den Kunden oder Konsumenten oder Fan, wie auch immer, wenn man das sagt, bringen will. Also ein Musiker hat einfach die Aufgabe, Musik zu machen.
Lichttechniker, der soll Licht machen, und der Schauspieler, der soll eine Showeinlage machen. Aber ich glaube, Musiker, die sollten sich vorwiegend auf die Musik konzentrieren. Die Anhänger der Brüder Martin und Andreas Brucker, die gemeinsam mit ihrem Cousin Manfred die Ursprungburm bilden, können beruhigt in die Zukunft blicken. Die Ursprungburm werden ihnen noch lange mit ihrer Musik und ihrem Charme viel Freude bereiten. Vor ein paar Wochen waren wir zu Gast auf der Sportkegelbahn im Wiwax und berichteten vom A-Liga-Derby ESV gegen Phoenix. Diesmal ging es in der ersten Bundesliga der Herren in der letzten Spielrunde für den ESV mit Zuschlag um alles. Wartete doch im Falle einer Niederlage die Relegation und die Gefahr des Abstiegs auf die heimischen Kegler. Diesmal stand das große steirische Derby mit eigener Präsenz am Programm. ESV Sparkasse mit Zuschlag gegen ESV Leoben. Ging es doch bei beiden Mannschaften um so einiges. Ja, das ist heute die letzte Runde. Es ist vom 5. Platz bis zum 9. Platz für uns alles drinnen. Die Leobner spielen um einen 3. Platz und der 9. Platz würde bedeuten, dass wir eine Relegation spielen müssen. Was heißt Relegation? Relegation, da spielen die drei Meister der zweiten Bundesliga und eben der 9. von der ersten Bundesliga um 2 Plätze, damit es aufgeführt wird, erste Bundesliga. An Spannung war dieses Derby nicht zu überbieten. Beiden Mannschaften würde ein Unentschieden helfen. Doch sowohl der ESV Sparkasse mit Zuschlag als auch die Gäste aus Leoben wollten unbedingt gewinnen. Und die Zuschauer hofften natürlich alle auf einen Sieg der Heimmannschaft. Ja, es ist für mich sowieso mein Traumsport. Immer und ewig gewesen. Ich meine, ich habe jetzt 43 Jahre hinter mir in den Sport. Und es gibt immer wieder sehr spannende Kämpfe im Zuschlag. Und ich hoffe, dass heute der SV doch gewinnt, weil dann wären sie alle sorgenlos. Warum sind Sie da bei dem Kegeltrainer? Warum schauen Sie zu? Ja, ich bin der Vizepräsident vom Steirischen Landesverband der Kegler und natürlich mit Zuschlag als Heimmannschaft gehe ich hierher und schaue mir den Kampf an gegen Leoben. Ist ja ein interessantes Derby, oder? Ja, immer ein interessantes Derby gegen Leoben in der Bundesliga ist natürlich hochinteressant. Aber der Glücklichere wird gewinnen oder der Bessere, meistens gewinnt der Bessere. Was ist das Faszinierende am Kegelsport? Hier ist jedes Spiel einzeln immer entscheidend und das kann sich so schnell ändern. Also es ist viel Glück, aber auch viel Können dabei. Während des Spiels sah es kurzfristig nach einem kleinen Vorteil der Gäste aus. Der ESV Leoben hatte zwischendurch die Nase vorn. Was glauben Sie zur Zeit? Jetzt nach dem zweiten Durchgang steht es ja 2-2. Was glauben Sie, wie wird es ausgehen? Hoffen tue ich auf einen Unentschieden und sonst gewinnt er der Bessere. Aber mein Herz schlägt noch immer für mit Zuschlag, weil ich habe mal jahrelang mit Zuschlag geschlagen, also gespielt halt und jetzt halt in den Teil da oben. Und wer heute gewinnt, also fair wäre ein Unentschieden. Und an jedem mal geholfen. So ist es. In weiterer Folge war das Match ausgeglichen. Alle hofften auf einen Sieg der Heimmannschaft, um nicht in die Relegation zu müssen. Roman Walcher vom ESV Sparkasse mit Zuschlag war mit seiner eigenen Leistung nicht unbedingt zufrieden. Absolut überhaupt nicht. Es ist ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verschnupft, Kopf leider nicht frei und da geht einfach nichts. Was glauben Sie, wie wird es heute ausgehen? Ich hoffe zumindest auf ein 4-4, damit ist Leon geholfen und uns auch geholfen. Leoben ist ein Dritter und wir brauchen nicht Relegation spielen. Und wie sieht der Obmann selbst seine sportliche Leistung? Hätte besser sein können, aber es war passabel. Wie sind Sie mit der Saison im Gesamten zufrieden? Ja, die Saison ist eigentlich ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. Das Ganze ist ermöglicht worden durch unsere super Sponsoren, die wir haben. Das ist einmal die Stadtgemeinde mit Zuschlag und die Sparkasse mit Zuschlag. Das unterstützt uns finanziell sehr, sehr gut. Und ohne dem wäre das, glaube ich, nicht möglich. Und wir geben unser Bestes zurück mit den Leistungen, die wir bringen. Es herrschte Spannung bis zum letzten Kegel und der ESV Sparkasse mit Zuschlag ging als Sieger aus diesem Match hervor. Er gewann das steirische Derby gegen den ESV Leoben mit 5-3 und schaffte somit den Klassenerhalt in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Mit diesem Beitrag über die Mürzer Kegler geht unsere Sendung zu Ende. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz verabschiede ich mich aus der Gärtnerei Walzer in Neuberg. Übrigens, danke fürs Zuschauen und tschüss!